Auf halbem Weg Teheran-Tebris taucht eine gewaltige Kuppel auf, die einen erdfarbenen Weiler überragt. Hier lag einmal die Hauptstadt der mongolischen Sultane. Der letzte davon hatte sich in den Kopf gesetzt, die heiligen Überreste des Imam Ali zu überführen. Da ihm dies nicht gestattet wurde, fand der Sultan selbst 1317 hier seine Ruhestätte. Die 56 Meter hohe Kuppel ruht harmonisch auf der sechseckigen Basis. Die Inschriften und die Ziegelarbeiten gehören zu den schönsten Beispielen iranisch-mongolischer Kunst. Eine malerische Bogenbrücke aus dem 14. Jahrhundert säumt unseren Weg. Deutlich zu erkennen ist der überdachte Fußweg im Inneren des Bauwerks. Die turkstämmigen Minderheiten züchten in alten Fässern vor ihrem Dorf Bienenvölker. Das Steinbrot wird auf heißen Kieselsteinen gebacken, die vor dem Kauf vom Kunden herausgepopelt werden und für die nächste Runde wieder zur Verfügung stehen. Gegenüber gibt es rundes, süßes Frühstücksbrot, das länger haltbar ist. Tebris ist die Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan. Der aus dem 15. Jahrhundert stammende Bazar Mossafari ist orientalisch mit Teestuben und Teehäusern. Hier wird noch Würfelzucker aus Zuckerhüten gehackt. Ein kleiner Eindruck von Zuckerformen. Der Tee wird über Zuckerstücke geschlürft. Die Kanalarbeiten werden ohne Maschinen besorgt. In einer tiefen Grube füllt der Arbeiter Eimer um Eimer, der über ein Laufrad hochgezogen wird.
Die Freitagsmoschee geht auf einen Seldschukenbau aus dem 11. Jahrhundert zurück. Die behäbigen und ungleichen Säulen geben ein Zeugnis davon. Die dicken gespendeten Teppiche sind einmalig. Am Straßenrand ist eine farbenfrohe Kürbisernte. Die wertvollen Kerne kommen zur Rösterei, das Fruchtfleisch ist Viehfutter. Wir fahren südlich weiter ins Kurdengebiet. Unterwegs sehen wir einen typischen Bauernmarkt, den wir zum Leidwesen des besorgten Neshat auch besuchen wollen. Urige Typen, rau wie die Erde und verschlagen in Geschäften. Sofort sind wir im Mittelpunkt. Man will uns ein rassiges Pferd verkaufen oder eine kräftige Ziege. Leider verstehen sie nicht, dass unser Fluggepäck auf 20 Kilo beschränkt ist. Später müssen wir unbedingt noch eine Rösterei von Sonnenblumenkernen besuchen. Die Kerne werden gesalzen, geröstet und danach mit Gebläse noch gründlich getrocknet. Mit vollen Taschen verlassen wir die Fabrik. Wir besuchen ein Kurdendorf, das nach unserer Ankunft aber wie ausgestorben wirkt. Überall sind große Kegel mit Dunkfladen für den Winter aufgebaut. Zwei Frauen schauen schließlich neugierig aus der Umzäunung. Sie lassen sich aber nur von Helga fotografieren. Filmen darf ich nicht. In Urumqi, der Hauptstadt von West-Aserbaidschan, befindet sich in der Versammlungsmoschee der größte Steinmihrab Persiens. Er ist datiert auf 1277. Bemerkenswert sind auch die Kufi-Inschriften.
Zur Klarstellung muss man hier sagen, dass diese Aufnahmen nicht mit Zeitraffer gemacht wurden. Für das übliche Mittagsritual ließen wir uns immer Zeit. Die Festungsmauern stammen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Sie umschließen aber einen Komplex, der in Teilen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammt. Hier soll Zarathustra im Jahr 599 geboren worden sein. Seine königlichen Religionsanhänger haben sich in diese fast uneinnehmbare Burg zurückgezogen. Bis vor 2 Jahren war es fast unmöglich, zu diesen versteckten Feuertempeln und den roten Lehmdörfern durchzukommen. Über eine großzügige Passstraße durch die kurdischen Berge fahren wir zu dem neu angelegten Stausee. چادر سفت و سخت پیچیده با خودش مثل که ما دختر داریم. ما خودمون هم دختر داریم. یه روز سری سر ما دو دختره ما دو اوقات بیکاری ما الان برای شما وقتی